herzliches Willkommen. Wir sind im neuen Monat, im Monat August mit Sonnenzeichen Löwe. Hier geht's um das Shortcut in Sachen Beziehungen, die Energien, die wir in dieser Woche astrologisch haben, vom 1. bis zum 7. Juli 2022. Was erwartet uns? Sonne und Jupiter bringen Erfolg und Wohlbefinden direkt am 1. und das sollte man natürlich ausgiebigst genießen. Wir haben ja eine etwas schwierige Zeit bis zum 3. August 2022. Mit Mars und Uranus, wo es einige Überraschungen geben kann, natürlich auch im Privatbereich, ja. Dann haben wir am 2. Venus und Uranus, die eben, ja, Bewegung reinbringen ins Beziehungsleben, das ist ganz schön. Venus und Mars wirken vom 1. bis 4. und da kann man sich gut unterhalten, man kann neue Dinge angehen, man kann gemeinsam durchstarten. Dann haben wir da bis zum 3. auch den Merkur im Löwen. Dann wechselt er in die Jungfrau. Also es geht mehr um ja pragmatische Dinge. Langsam machen, gut überlegen, gut organisieren. Das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Man sollte vielleicht nur nicht zu kritikfreudig sein. Die Sonne befindet sich ja weiterhin im Löwen. Wir haben in dieser Woche ein Trigon direkt am 1. zu Jupiter, der zwar rückläufig, aber trotzdem hilfreich ist. Wir haben dann auch am Freitag, am 5. ein Quadrat zwischen Sonne und Mond. Da könnte es ein bisschen schwieriger werden. Und dann haben wir ja am Sonntag auch ganz besonders viele Energien mit Venus, Pluto, Mars und Neptun. Also da könnte einiges, ja, dass man sich mit Venus, Neptun eben auch irgendwie irgendwelche Flausen im Kopf hat und die unbedingt umsetzen möchte. Der Neptun in den Fischen und jetzt auch rückläufig, kann einigen Sternzeichen vor allen Dingen sehr zusetzen, den Fischen vor allen Dingen, der Jungfrau, dem Schützen und dem Zwilling. Da ist er besonders aktiv. Da muss man ein bisschen Acht geben, dass man eben ja sich nicht zu viel unter irgendwas vorstellt oder verspricht. Und ja, man ist leicht verführbar vielleicht oder man kann diese Menschen, die mit Neptun verführbar sind, eben auch leicht ins das Licht führen und man muss aufpassen, sich nicht so ein Stück weit in ja Abhängigkeit oder Manipulation zu begeben. Das ist sehr schwierig. Und da sollten natürlich alle ein bisschen Acht geben. Also Venus, Pluto, ja, Macht und Ohnmacht könnte ja auch eine Rolle spielen. Also seid da bitte sehr vorsichtig. Versucht das auf Realismus zu prüfen. Den Rat kann ich euch geben. Das ist sehr wichtig, damit man eben nicht nachher ja, ich sag mal, aus dieser Traumwelt in eine Realität kommt, die einen schockiert. Also versucht da einfach ein bisschen realistischer zu sein noch als sonst oder euch mit Leuten, die euch nahestehen, kurz zu schließen, ob das auch klappt. Ansonsten haben wir natürlich die Venus im Krebs. Das ist sehr fürsorglich, sehr liebevoll und familiär, kann für den einen oder anderen sogar beengend sein. Zu viel des Guten, ja. Mars ist ja im Stier, es geht sowieso alles langsam. Mit dem Merkur in der Jungfrau kann es dazu führen, dass man überkritisch wird. Auch da sei vorgewarnt. Und wie gesagt, lasst euch nicht hinters Licht führen. Wichtig ist, dass man den Blick für das, was Realität ist, nicht verliert. Schauen wir uns das jetzt für die einzelnen Sternzeichen in den Karten an. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis gleich. Herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind beim Shortcut für Beziehungen für die KW 31. Für Paare wie für Singles, wohlgemerkt. Vom 1. bis zum 7. August 2022. Wir schauen uns an, was für Energien in den Karten sind, was da los ist, was für dich relevant ist, worauf du hingewiesen wirst als Waage. Und du entscheidest natürlich, was davon du für dich rausziehst und mitnimmst. Ja? Schauen wir uns das einfach mal an. Was ist die Energie in dieser Woche für die Waage in Beziehungen? Was haben wir da? Wir haben die 7 der Münzen. Man schaut genauer hin. 7 der Münzen ist für mich die Karte. Ich lese das Kleingedruckte. Ich kümmere mich um jedes Detail. Erdenergie haben wir ja sowieso mit Mars im Stier. Das Thema zwischen dir und deinem Gegenüber, deine Energie, die Energie deines Gegenübers. Wie geht die Woche weiter? Wie geht die Woche aus? Und was ist der Zusatzhinweis, der Tipp oder die Lösung? Je nachdem, um was es da geht.
So, Thema für die Waage in der Partnerschaft oder auch als Single. Der Magier, auch der Magier. Magier ist ja alle Werkzeuge benutzen, aber auch Manipulation, muss man aufpassen. Deine Energie ist die 5 der Kelche. Du bist enttäuscht über etwas, ja. Du haderst mit etwas. Vielleicht bist du auch wütend, je nachdem. Wir haben auf der einen Seite 3 Kelche und auf der anderen Seite 2. Die 3 Kelche sind umgefallen, die 2 Kelche stehen noch. Und je nachdem, wofür du dich entscheidest, bist du entweder am Hadern oder du versuchst, mit dem zu arbeiten, was du hast. Auf der anderen Seite haben wir eine solide Basis, 4 der Stäbe. Da ist eine solide Basis, also ein guter Background. Wie geht's hier weiter? Erfolg. Du bist erfolgreich, das ist sehr gut. Trotz Trauer, trotz Hadern, vielleicht bist du auch mit den 2 der Kelchen unterwegs. Hier haben wir die 8 der Kelchen, neue Wege. Also dein Gegenüber ist bereit, denke ich, neue Wege zu gehen. Vielleicht mit dem Magier neue Dinge auszuprobieren, dass man besser zu Rande kommt, dass man sich die Details tatsächlich mal anschaut. Und hier haben wir die 9 der Kelche, Wunscherfüllung. Von Trauer zu 9 der Kelche ist doch super. Und hier haben wir die 10 der Schwerter. Aus den Dingen zu lernen, also eine Lektion gelernt. Dein Gegenüber hat eine Lektion gelernt. Vielleicht hast du dich distanziert und deinem Gegenüber gezeigt, dass es so nicht geht, zum Beispiel, ja. Und dein Gegenüber musste umdenken. Wäre jetzt so eine Alternative. Wir haben die hohe Priesterin-Sensitivität mit der Venus im Krebs sowieso. Es ist wichtig, dass man ein bisschen sensitiv ist, dass man sich aufeinander einstellen kann und die Dinge irgendwo ja auch begreift. Also jetzt fühlt, würde ich eher sagen, ne? Denn die hohe Priesterin ist das Spüren, was man nicht sieht und hört. Das, was so als Stimmung im Raum steht zum Beispiel. Also ich denke, das bringt dich sehr weiter und auch in Beziehungen eine sehr schöne Energie von Trauer und Niedergeschlagenheit zur Wunscherfüllung. Hört sich doch gut an, oder? Und dein Gegenüber hat die Lektion gelernt. Bravo. Ich wünsche dir natürlich eine tolle Woche. Hoffe, dass das hilfreich und nützlich für dich war, dass du was mitnehmen konntest. Wenn dem so ist, lass gern ein Däumchen hoch da. Ich wünsche dir eine schöne Woche und sage bis bald.